Sen, Kommissario bei der Mordkommission. Polizist sind Sie also? Ja. Ich kenne Ihre Akte. Sie stehen dauernd in der Zeitung. In meiner Mannschaft ist kein Platz für solche Leute. Wir wissen nicht, ob wir diesem Sen trauen können. Ja, das wissen wir nicht, aber er würde perfekt passen. Wenn irgendetwas schief geht, können wir es auf ihn schieben. Natürlich. Und, haben Sie viel Erfahrung in dem Umgang mit den Führern? Nein, gar keine. In diesem Koffer befinden sich 5 Millionen Euro in gebrauchten, nicht nummerierten Scheinen von unterschiedlicher Wertigkeit. Ich bin sicher, ich muss nicht mehr erklären. Muss ich dafür unterschreiben? Sie sagen, Sie sind so anständig, dass es Ihrer Karriere schadet. Und dass Sie bei Ihrer Mutter leben. Klingt doch sehr glamourös. Werden wir eine Affäre haben? Ja. Grüßen Sie von Titus Padola. Du wirst verfolgt. Pass auf dich auf. Das ist ein Spiel, Sam, das du leider nicht kapierst. Sehr gut. Wie bist du so schnell rausgekommen? Das ist eine lange Geschichte. Für wen genau machst du denn das? Das ist mein Job. Und wenn du tot bist, soll ich deine Mutter mit dem Spruch trösten? Letzte Worte. Niemand weiß, dass wir beide uns hier treffen. Sollten Sie jemandem von unserem Gespräch erzählen, kann ich Ihnen versprechen, dass innerhalb kürzester Zeit Ihre Karriere beendet sein wird. Ich möchte wissen, wie Ihr weiteres Vorgehen aussieht. Sie wissen vielleicht besser nur, was Sie wissen müssen. Das Gerücht, Sie seien ein Mann von kompromissloser Integrität, hat sich bestätigt. Was für ein Gerücht von wegen kompromissloser Integrität? Ja, eine maßlose Übertreibung. Ich möchte alle Klamotten ausziehen und es auf Hübers Schreibtisch treiben. Wirklich? Na komm schon. Jemand muss sich für Sex am Arbeitsplatz einsetzen. Ich wusste gar nicht, was alles in Ihnen steckt, Sen. Oh, auf Ihrem Schreibtisch habe ich Ihre Sekretärin gefügelt.